Matthias Ecke ist wieder in den Wahlkampf eingestiegen. Anfang Mai war der SPD-Europapolitiker beim Aufhängen von Wahlplakaten angegriffen und schwer verletzt worden. Heute Abend nun startete er bei einem gemeinsamen Termin mit Innenministerin Nancy Faeser wieder in den Wahlkampf für die Europawahl. Er nämlich sagt, er werde sich nicht mundtot machen lassen. Genau das hatte er sogar schon vergangene Woche angekündigt. Bei diesem Termin in Leipzig dabei ist unser Kollege Lutz Stordel. Lutz, wie war der erste Auftritt? Wie geht es Matthias Ecke? Und das können wir ihn am besten gleich selber fragen. Aber das war natürlich hier eher eine kleine Veranstaltung im kleinen Rahmen. Die SPD-Basis, die ist nun auch nicht so riesig, dass man große Seele braucht. Aber Matthias Ecke war eben dabei das erste Mal. Man sieht immer noch ihre Blessuren. Ich frage Sie erst mal, wie geht's jetzt? Wie haben Sie das Ganze verkraftet? Naja, das war ein schwerer Angriff. Ich hatte Knochenbrüche im Gesicht erlitten und hatte Glück, dass es nicht noch schwerwiegender gegangen ist ins Auge oder so. Gemessen daran geht es mir jetzt ganz gut, habe mich körperlich erholt und habe natürlich unglaublich viel Solidarität und Unterstützung erfahren. Und das hat mir natürlich viel Kraft gegeben. Wenn Sie sich an diese Nacht erinnern, die SPD hat ja sofort dann gesagt, das war ein Angriff, der aus dem rechtsradikalen Milieu gekommen ist. Wie können Sie das festmachen aus Ihren Erinnerungen? Was haben Sie dort erlebt? Wie ist das Ganze abgelaufen? Ja, ich war beim Plakatieren und wurde dort aus einer Gruppe von 4 jungen Männern angeschrien, angesprochen, dann aber sofort niedergeschlagen und dann beschimpft. Und es war klar, dass ich quasi in der Rolle des Plakatierers dort angegriffen wurde. Und zudem wissen wir ja, dass vorher und nachher auch noch andere Teams, das waren in dem Fall Teams der Grünen aus der gleichen Gruppe, angegriffen wurden. Und da war auch klar das Ziel, dort Plakatierer von progressiven Parteien anzugreifen. Also hatten Sie denn irgendeine Reaktion oder hatten Sie irgendwie gehört, dass Sie als SPD-Kandidat beschimpft wurden oder sind Sie in der Richtung angebrüllt worden oder kann es auch einfach nur sein, es waren Plakatierer? Also ich wurde darauf angesprochen, auf das Plakat, was wir aufgehängt haben, und ich wurde homophob beleidigt. Nun haben Sie heute auch schon hier gesprochen, haben gesagt, Sie ordnen diese Situation klar der AfD zu. Also wie laufen diese Schlüsse, woher kommt das? Wie erklären Sie sich diese aggressive Stimmung im Wahlkampf? Also wem diese Aktion genau zuzuordnen ist, wer da vielleicht auch Hintermänner dieser Bande sind, die dann die Angriffe aufgeführt haben, das werden die Ermittlungen zeigen. Ich habe hier und auch an anderer Stelle betont, dass wir eine gesellschaftliche Stimmung in diesem Land haben, die vergiftet ist. Und die ist nicht zufällig vergiftet, sondern wir haben politische Akteure der extremen Rechten, die diese Vergiftung herbeiführen. Wir haben es hier mit einer organisierten Enthemmung zu tun. Und in Sachsen ist natürlich auch der AfD-Landesverband ist als rechtsextrem eingeordnet vom Verfassungsschutz. Wir haben auch Strukturen der extremen Rechten wie die Freien Sachsen und andere. Und diese haben ein gesellschaftliches Klima geschaffen, indem sie auch Politikerinnen und Politiker von demokratischen Parteien als Volksverräter bezeichnet haben und indem sie quasi aufgefordert haben, eine Abrechnung zu machen. Da ist ein Klima entstanden, wo sich vielleicht der ein oder die andere auch ermutigt fühlt, verbal und auch physisch Angriffe durchzuführen. Diese Zuschreibung der AfD für diese Konflikte greift sie vielleicht ein wenig auch zu kurz, weil wir auch massenhaft Übergriffe auf AfD-Politiker haben. Auch dort brennen Autos. Wir haben in Dresden den Lina-Prozess gehabt. Wir haben immer wieder Razzien auch gegen die Linksradikalen. Also kann man es so einfach jetzt nur den Rechten zuschieben oder ist es eine Vergiftung in beiden Extremen? Ja, Angriffe auf Wahlkämpferinnen und auf Wahlkämpfer sind Angriffe auf die Demokratie und deswegen sind die nicht zu dulden. Das sage ich ganz klar. Wer aber wie ich seit vielen Jahrzehnten in Sachsen lebt, der weiß auch, wie das Land strukturiert ist und er weiß auch, wo da auch die organisierten Strukturen von politischer Kriminalität herkommen. Und wir haben einfach eine starke rechtsextreme Szene in Sachsen. Die gibt es mindestens seit den 90er Jahren in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben jetzt natürlich auch Ermittlungen, die genau schauen, welche Gruppen sind jetzt da, stehen da in einem Zusammenhang. Und das müssen wir aufarbeiten. Es geht auch klar darum, dass das verfolgt wird. Aber es geht natürlich darum, dass wir Demokratinnen und Demokraten auch
die Auseinandersetzung, die wir führen, und wir müssen die Auseinandersetzung führen, weil wir haben unterschiedliche Konzepte. Ne? Also ich habe als Sozialdemokrat eine andere Vorstellung von der Zukunft Europas als vielleicht die Kollegen von den Grünen oder von der Union, dass wir diese Auseinandersetzung sachlich und mit Rücksicht auf die Grundsätze der liberalen Demokratie führen. Jetzt haben Sie Wahlkampfkonzepte überarbeiten müssen. Es geht niemand mehr alleine auf die Straße. Wenn Sie jetzt Veranstaltungen besuchen werden in nächster Zeit, glauben Sie, dass Sie überhaupt noch zu Programmen gefragt werden oder reduziert sich das jetzt? Die Gefahr besteht ja, dass man dann immer wieder fragt, wie lief dieser Angriff und der Kampf auf die AfD, und dann ist Schluss mit der Programmatik. Das wäre ja wahrscheinlich auch nicht das, was Sie wollen. Diese Attacke war eine Attacke auf die liberale Demokratie. Deswegen ist es richtig, dass wir auch öffentlich darüber reden. Mir war natürlich bewusst, wenn diese Attacke öffentlich wird, dass wir eine Debatte darüber haben. Und ich bin auch Innenministerin Nancy Faeser sehr dankbar, dass sie auch unmittelbar gehandelt hat. Wir haben eine Sonderinnenministerkonferenz gehabt. Wir haben eine Debatte darüber, wie lassen sich ehrenamtliche Wahlkämpfende besser schützen. Wie lassen sich vielleicht auch Ehrenamtler im Rettungsdienst, in der Feuerwehr, im Sportverein besser schützen vor diesen Übergriffen? Das ist wichtig. Und gleichzeitig findet natürlich eine Debatte darüber statt, in welche Richtung soll unser Europa gehen. Und diese Debatte ist davon nicht berührt, sondern es ist ganz klar, dass wir als Sozialdemokraten für ein soziales Europa stehen, für ein starkes Europa, das seine Rolle international auch wahrnimmt, und dass wir jede Kooperation mit der extremen Rechten im Europäischen Parlament ausschließen. Ja, und dazu kommt natürlich heute auch noch im Kontext das Urteil zur AfD-Überwachung. Da gibt es eben in Sachsen jetzt auch viele Stimmen, auch hier auf der Veranstaltung, wo wieder darüber diskutiert wird, macht ein Verbotsantrag Sinn oder nicht. Also das wird uns die nächsten Wochen hier noch sehr intensiv beschäftigen. Und dann sind erstmal Kommunalwahlen, dann ist die Europawahl in Sachsen. Und da müssen wir schauen, die SPD selbst, ja, man muss ja fast sagen, ist im Vergleich zur AfD eine Kleinpartei in Sachsen, kämpft um den Einzug in den Landtag. Das wird ein spannender Wahlkampf werden, und man kann nur hoffen, dass also diese Verhärtung, diese Aggressivität vom linken und vom rechten Lager dann irgendwann wieder zurücktritt. Lutz Staudel und auch Matthias Ecke, ganz herzlichen Dank.